So, der Platz füllt sich, die Rednerliste auch. Wir haben jetzt ein paar Leute hier draufstehen. Mir ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Leute, die sprechen hier, sagen, als Person sprechen und nicht als Vertreter einer Partei oder Institution, weil es darum geht, Einzelmeinungen aufzufassen. Ich hoffe, ihr seid mit mir einer Meinung. Okay, ich hoffe, ich spreche es aus. Der erste Sprecher ist dann Eike Halitzki. Ja, liebe Freundinnen und Freunde von Occupy Wall Street und von Empört euch hier heute in München und überall in der Welt, erstmal ein herzlicher Gruß hinaus in die Welt, wo wir heute gemeinsam um ein Thema uns einen und für ein Thema einstehen. Der Umgeist der Finanzindustrie muss zurück in die Tube, muss zurück der Geist in die Flasche. Nochmal einen herzlichen Dank an Ludo und all die Organisatoren, die das heute hier hingekriegt haben. Das habt ihr wirklich super gemacht. Wo ist er denn jetzt? Habt ihr einfach super gemacht und er hat darauf eins hingewiesen, wir reden ja als Person. Ich muss euch aber trotzdem, um zu erklären, wie das so läuft, euch sagen, dass ich der finanzpolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion bin und als solcher bisweilen in den Zeitungen als Chefaufklärer der Landesbank gehandelt wurde. Und ich sage euch, es ist unsäglich, unsäglich ätzend und schwierig, irgendeine Information über die Finanzmarkttransaktionen, über die Risiken, über die Verluste der Landesbank in diesem Bereich herauszubekommen. Das zeigt, dass selbst im engeren Bereich wir wahnsinnig gemauert werden und deswegen stehen wir heute, damit endlich eine Gegenöffentlichkeit geschaffen werden kann. Die Entfesselung der Finanzmärkte weltweit hat zu einer irrsinnigen Blase geführt. Die Finanzmärkte haben sich völlig abgehoben von der realen Wirtschaft. Und in historischer Zeit hat das immer nur zwei Konsequenzen gehabt. Entweder eine dramatische Weltwirtschaftskrise wie in den 20er Jahren oder Krieg. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute stehen und hier warnen. Übrigens, im EU-Parlament haben die finanzpolitischen Sprecher aller Fraktionen von rechts bis links gesagt, helft uns gegen diese Lobbyistenmacht. Es ist nicht nur Ackermann, der Merkel aufschreibt, wie denn die Finanzpolitik auszusehen hat, sondern weltweit gibt es, oder in Europa gibt es rund 1000 Lobbyisten nur von den Banken und Hedgefonds, denen gerade mal ein einziger Lobbyist, der auf unserer Seite steht, entgegensteht. Und deswegen ist unsere Hauptaufgabe, hier eine Gegenöffentlichkeit zu machen, damit die Politik sich endlich bewegt. Natürlich ist es richtig, dass wir einen europäischen Rettungsmechanismus brauchen und dass wir einen Schuldenschnitt für Griechenland brauchen, damit die Menschen in Griechenland, die auf die Straße gehen, weil sie nichts mehr zu essen haben, auch zu ihrem Recht kommen. Aber viel wichtiger ist, dass die Politik endlich die Konsequenzen daraus zieht, dass die Großbanken, die internationalen und die Hedgefonds als Brandbeschleuniger in einer dramatischen Finanzmarktkrise unterwegs sind. Wir brauchen ein Verbot des Derivatehandels, ein Verbot von Eigengeschäften. Wir brauchen eine Finanzmarktumsatzsteuer und wir brauchen keine Aussitzerinnen und Aussitzer, wie sie derzeit in der Bundesregierung unterwegs sind. Und wir brauchen auch keine Sandkastenspieler wie Herr Seehofer, der jeden Tag woanders ein neues Schild aufstellt, in dem draufsteht, bis hierher und nicht weiter. Und dann macht er sich wieder aus dem Staub. Niemand will diese Sandkastenpolitik weitersehen. Wir wollen endlich Taten sehen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Milliarden, ja die Billionen, die Sie an Schulden aufhäufen, denen steht auch Vermögen gegenüber. Denen steht auch Vermögen gegenüber und die Zahl der Milliardäre wird in dieser Zeit immer größer. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist nach wie vor richtig, der Teufel scheißt immer noch auf den größten Haufen. Und wenn es stimmt, und das ist meine tiefste Überzeugung, wenn es stimmt, dass wir nur dann gesellschaftlich in Frieden leben können, wenn die Wirtschaft auch sozialverträglich arbeitet und agiert,
dann heißt das ein klares Ja, ja, wir brauchen eine Umverteilung von unten nach oben, um diese Scheiße, die Finanzmarktkrise angerichtet hat, wieder ins Lot zu bringen. Und was habe ich gesagt? Gut ruhig, ich habe mich versprochen, wir brauchen natürlich eine Vermögensabgabe, wir brauchen Vermögenssteuer, die Finanztransaktionssteuer, damit endlich von unten wieder gerechterweise nach oben verteilt wird. So ist richtig. Immer noch bald. Von oben nach unten. Scheiße, was rede ich hier? Von oben nach unten muss verteilt werden. Wir haben lang genug zugesehen, wie die Armen die Zeche für die stinkreichen tierischen Gewinner der Finanzmärkte zahlen. Entschuldigung, Leute. Nur dann können wir den sozialen Frieden sichern. Von oben nach unten muss verteilt werden. Und wenn Warren Buffett sagt, text me, weil er höhere Steuern zahlt als seine Sekretärin, der Milliardär, dann zeigt das, dass das auch angekommen ist bei vielen Leuten, die verstehen, unsere Gesellschaft kann nur dann zusammenbleiben, wenn wir es schaffen, diese himmelschreiende Ungerechtigkeit endlich wieder zu beenden. Und wenn wir es schaffen, von Kopf die Sachen wieder auf die Füße zu stellen. Deshalb, meine Lieben, ja, ja, der Ungeist der Finanzindustrie muss zurück in die Flasche. Ja, wir brauchen eine Verringerung von Schulden und von Vermögen durch Umverteilung von oben nach unten. Ja, die Regierung muss ihre Politik ändern, sonst wird 2013 die Regierung geändert. Ja, wir werden wiederkommen, bis eine solidarische und sozialgerechtere Welt Realität ist. Ich danke euch. Woo!